Matthias Becker, wir haben jetzt die schweren Jungs vom Clan gesehen, wie sie gegen unsere Kamera vorgegangen sind, auf sie geschlagen haben. Stolpern diese schweren Jungs jetzt über Steuervergehen? Ja, das war abzusehen nach der Aussage von Bushido vor Gericht. War ganz klar, hier kommen jetzt Arrestbeschlüsse. Das ist die nette Umschreibung für die Sicherstellung von jeglichen Vermögenswerten. Die ganzen Immobilien, die Siedlung, die sie mittlerweile gekauft haben, hochwertige Autos, alles, was nach Geld riecht, ist heute einkassiert worden und wird erstmal bis zur Klärung der möglichen Steuerstraftaten, die Vorwürfe, die da getätigt wurden, erstmal einbehalten. Und da darf nichts gekauft und nichts mehr verkauft werden. Und die Schlüsselfigur könnte dieser Notar in der Meinecke-Straße spielen. Wieder die Meinecke-Straße, wo auch die besten und die teuersten Strafverteidiger der Stadt sitzen. Und was steckt jetzt dahinter? Man erkennt da ja so etwas wie einen Strategiewechsel der Behörden. Also man sucht nicht mehr Waffen, Drogen, sowas, was man da praktisch mit diesen Clans in Verbindung bringt. Man geht einen anderen Weg. Man geht halt gegen Notare, gegen Kanzleien, gegen Bürokomplexe vor dieser Clans. Man nennt es das Al Capone-Prinzip. Erklär uns das mal noch. Ja, die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die fährt zwei Strategien, zwei Wege. Einmal das strafrechtliche. Ja, was auch immer dabei rauskommt, diese Straftaten auch gegen Bushido kennen keine Zeugen, nur Täter, Opfer. Da wird es schwer, ja, wenn überhaupt, eine rechtskräftige Verurteilung hinzukriegen. Viel schlimmer ist es, und das ist ein Grundsatz der OK, fasse nie fremdes Geld an, vergreife dich nie an fremde Frauen. Und jetzt, und das haben wir auch gesehen, gegenüber den Bildreportern heute Morgen, die Nerven liegen blank, er ist unausgeschlafen und er attackiert, weil er merkt, jetzt geht es an seinem Geld, und zwar Millionenwerte. Und das ist einfach eins, da wird es ganz dünn werden mit der Aussage. Nach der Abgabenordnung, Paragraph 370, ist einfach eine Steuerhinterziehung, wer falsche Angaben macht oder nicht alle zu deklarierenden Einkünfte angibt, eine Steuerhinterziehung. Und da hat der BGH eine ganz einfache Rechnung aufgemacht, wer als Bande eine Steuerhinterziehung von über 1 Million pro Jahr begangen haben soll, der darf nicht unter 2 Jahren bestraft werden. Und das bedeutet dann auch keine Bewährungsstrafe mehr für Arafat und Co. Warum jetzt diese Razzia? Hat das tatsächlich was mit dem jetzt laufenden Prozess zu tun? Ist man ihm da jetzt auf die Schliche gekommen? Na, das war schon lange vorbereitet. Man hatte vorher schon die Sitzungspause von 3 Wochen fest im Plan drin. Es geht ja erst am 30.09. weiter. Da ist pikant, man hat jetzt die Razzia gemacht, weil es geht im Zusammenhang mit den Musikgeschäften der deutschen Rapper-Szene. Und wenn man sich die Zeugenliste des Strafprozesses im Moabit anguckt, da sind geladen Shindy, Kollega, Farid Bang, alles schillernde, große Millionen-Jungs, die dort mit Rappen ihr Geld machen. Und wenn es ähnlich ist wie bei Bushido, dann haben wir hier nicht nur Bushido sprach in den letzten 10 Jahren von 9 Millionen, die Arafat von ihm kassiert hat. Dann reden wir hier ganz schnell von, ich sag mal, 30, 40 oder mehr Millionen Euro. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.